Kopf zu machen, hat den kurzzeitigen Rückstand jetzt wettgemacht und steckt eingangs zur Zielgeraden den Kopf in Front. Madame Rot jetzt vorne. Madame Rot, Madame Green, dahinter dann deutlich zurück. Der Rest des Feldes, angefangen von Leda de Brie, außen Elchimogu und innen Samantha Hall. Aber Madame Rot marschiert hier auf und davor kommt hier beim Comeback gleich zu einem Sieg. Madame Green auf dem zweiten Platz, kann vielleicht noch als erkennt, einfach nur noch gut ist. Sie wird aus eigener Erfahrung sprechen. Patrizia Ruckelte, Fahrerin, ist ja auch noch, habe ich vergessen. Also vierfach Erfolg. Kommt ihr nach vorne? Gratulation. Man muss sagen, ich habe es vorhin angesprochen, Holger hat es dann berichtet, ich glaube, das war letztes Jahr im Mai, als du hier als Hausruhe sozusagen gegen Holger Kreis gekommen bist. Ja, das war so. Da war alles passt und heute war auch alles passt, aber jetzt ist wirklich sehr, sehr gut eingesetzt. Und in Berlin-Marienhof war es so, ich habe dir noch geschrieben, gratulieren, weil ich dachte, du bist eingezogen ins Finale. Mir war es dann nachher unangenehm, weil dann wurde so, ja, weil man nachher zugesetzt wurde. Es ist leider so die Regelung, wenn man das Läufer verletzt, wird man disqualifiziert, aber man kann eigentlich mal wieder sehen, wie toll dieses Pferd eigentlich ist. Und sie zu frei und zu hast. Passt du zum Rennen, ja. Ist das jetzt die Frage, Leute? Und der Holger, wir gucken jetzt mal, wie der Holger wieder aufsteigt. Welcher Kratzchen. Aber sie sind immer faul, ne? Jeder schlägt den. Jetzt habe ich gedacht, die ist faul oder schießt sie los. Ja, die hätten nochmal laufen können heute, glaube ich. Patrick von Rufen.